Ah, guten Morgen. Heute steht Joggen auf dem Plan. Ich habe mir das mit dem Wetter zwar ein bisschen besser vorgestellt, aber ich glaube, das lässt sich nicht ändern. Heute ist nicht nur windig, sondern es regnet auch noch zwischendrin. Aber das soll immer egal sein, sonst wird man noch fett. Ja, ist auch egal. Mal eben ein halbes Stündchen laufen gehen und dann sehen wir weiter. Ich sag mal, bis gleich. So, Rekord ist geschafft. Es hat zwischendrin mal ein bisschen geregnet und als ich loslief, war es eigentlich trocken. Nur das kam zwischenzeitlich so schwallartig runter. Und ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf eine warme Dusche und dann wird gefrühstückt. Yay! Was wir heute machen, weiß ich nicht, aber wir wollten, glaube ich, nach De Burg. Das ist der größte Ort auf Texel, wo die Hälfte aller Einwohner wohnt. Also ungefähr 7.500 oder so. Okay, also ich gehe jetzt erstmal duschen und sag bis gleich. Frühstück haben wir, aber man weiß wirklich nicht, was man von dem Wetter halten soll. Mal regnet es, so wie jetzt, und mal scheint die Sonne. Und dann regnet es wieder. Und windig ist es die ganze Zeit. Naja, irgendwas fällt uns schon ein. Ich würde sagen, ihr seht es ja dann. Also, bis später! Willkommen in der Hauptstadt von Texel. Jetzt noch mal die Lokalität gewechselt. Hinter mir seht ihr eine schöne Windmühle. Wir sind jetzt in Oldeshield und es ist eine kleine Hafenstadt und hier gibt es das Wattmeer und das Wetter hat sich auch ein bisschen gebessert. Das seht ihr im Hintergrund. Wir haben jetzt mehr Blau als Weiß und Grau und das ist eine ziemlich coole Sache und jetzt zeige ich euch noch ein paar coole Szenen aus der Hafenstadt, sofern ich was finde. Also würde ich sagen, bis später. Ja, Robben wären eine coole Alternative gewesen, aber leider ist das heute ein bisschen zu windig und deswegen gibt es keine Robben. Das heißt, die gibt es schon, aber da können wir nicht hin, nicht mit dem Boot. Und ja, dann müssen wir halt ein bisschen den Ort erkunden. Also, bis später. Heute spielt das Wetter nicht ganz so mit und ja, Jenny liest jetzt oben mein Buch und
meine Wenigkeit trinkt lecker Cappuccino mit dem Keks und dachte ich mir, beantworte ich mal ein paar YouTube-Kommentare, das mache ich jetzt und dann mal gucken. Also heute Nachmittag soll es nochmal besser werden hier. So, heute lasse ich es offen. Ja. So, was so ein, zwei? Nein. Toll, die Tür wieder zugefallen. So, was so eine Stunde Schlaf ausmacht, das Wetter ist jetzt viel besser. Also machen wir nochmal einen Strandspaziergang und morgen soll es auch nicht so gut werden. Und vielleicht machen wir eine Brauereibesichtigung. Hier gibt es tatsächlich eine kleine Brauerei, aber das Bier schmeckt scheiße. Aber es ist bestimmt trotzdem interessant, mal die Brauerei so an sich zu sehen. So, und jetzt muss ich meiner Freundin zuwinken, dass ich mich wieder ausgesperrt habe. Oder ich guck mal, ob ich unten rumgehen kann. 12 Sekunden später. Dabei habe ich extra darauf geachtet, dass ich mich nicht aussperre. So eine Scheiße. Eine Ewigkeit später. An sich ist eigentlich ganz super hier. Kann man auch gut seine Wäsche trocknen. Ist keine Sau hier. 2000 Jahre später. Viele Monate später. Tatsache. Sprachsteuerung funktioniert. Lächeln! 2000 Jahre später. Balkon aus. Diesmal habe ich die Jacke zwischen die Tür geklemmt und denke mal, jetzt wird sie mir nicht so fallen. Wir waren gerade noch mal am Strand, schön spazieren und haben dann noch lecker gegessen und zwar Bennekoken. Und Eis gab es auch noch. Wie geil. Das heißt, morgen früh muss ich wieder joggen und weil meine Schuhe heute Morgen ein bisschen nass geworden sind, habe ich die erstmal, Moment, da unten stehen sie zum Trocknen. In der Sonne und strahlend blauen Himmel haben wir auch wieder. Ich hoffe, das hält sich auch so. Geil, oder? Würde ich sagen. Also, in diesem Sinne sage ich bis morgen. Haut rein. Ciao. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Irgendwann später. 12 Uhr mitternachts. Inzwischen 8 Uhr 1 abends. Am nächsten Tag. 20 Minuten später. 6 Stunden später. 1 Minute 37 Sekunden später. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Später. 3000 Jahre später. 2 Stunden später. 3 Tage später. 1 Stunde später. 2 Stunden später. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf.